Die Eisengießerei Torgelow kämpft weiter um eine finanzielle Neuaufstellung. Am 1. Februar wurde am Neubrandenburger Amtsgericht das Insolvenzverfahren in Eigenregie eröffnet. Damit wird dem Betrieb eine rechtliche Möglichkeit geboten, in Abstimmung mit den Gläubigern einen Weg zum schuldenfreien Neustart zu finden. Ein Sachverwalter vom Gericht steht dem Unternehmen dabei zur Seite. Auf den Geschäftsbetrieb hat das Verfahren keine Auswirkungen. Es wird weiter produziert. Wegen Zahlungsproblemen hatte die Eisengießerei im Sommer 2020 Insolvenz anmelden müssen. Es soll vor allem Corona-bedingte Probleme mit Geschäftspartnern im Ausland gegeben haben. Die Eisengießerei Torgelow stellt in erster Linie riesige Bauteile für Windkraftanlagen her und ist einer der größten Industriebetriebe in Vorpommern.